Hoy es un gusto que estén aquí bailando y disfrutando. Recuerden que no se puede beber, no se puede tomar bebidas alcohólicas en este bonito recinto, porque así lo refieren las autoridades. Muchísimas gracias, continuamos adelante con ustedes. Vámonos, no hay ninguna duda de seguir. Thank you.
Y
nieve, limón, grosella, la nieve, la nieve. A ver qué. Thank you.
¿Por qué no te viste niños? Es como este y todo. Déjame descubrir. Ya va casi bajando. Vamos a tratar de llegar aquí. Papá, pásame. No te pongo con la boca. Segunda. Gracias.
pelota. Monumento de la Revolución, Mexico City. Y empezó a hacer la gente.
Sí, es que pegó con él. Cuando finalices tu envase, me lo regresas. Una de cacahuate. Claro, ¿la puedes tomar eso? Tómala, mi amor. Ah, está poco. Hola, ¿ya tiene la información? Nach oben. ¿Habla español, señor? No, inglés. All right, give me a second. ¿Cuánto tiempo te tardas en subir a la mirilla? Gracias. Depende de ustedes. En realidad son 132 escalones. Toman su tiempo y van a estar 10 minutos. Sir, once you get the highest point, that's the end of the tour. You finish going all the way down. Okay. Downstairs. Okay. No problem. Thank you. Also, von hier kann man ganz nach oben. Was ist?
Ah, hier ist die innere Kuppel. Da kann man sehen, das sind zwei Schalen. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. Die innere Schale und die äußere Schale. Leute, das war gar nicht so einfach. Ja, ein bisschen mehr Übung, würde ich sagen. Das waren ganz schöne Treppensteigen. Ja, Leute, oben auf der Spitze, ja, doch, lohnt sich hier hochzugehen. Lohnt sich, absolut. Also, aber ihr wollt ja nicht mich sehen, wie ich hier hechel. Ich mache noch mal einen Schwenk nach vorne. Mexico City. Oh, jetzt gehen wir mal lieber wieder nach unten. Also Leute, wieder runter. Aber einen anderen Weg. Das ist ein Summit hier. Exit ist auch. So, wieder durch das Gewölbe nach unten. Ach, aber ich glaube, das reicht jetzt erstmal so. Ja, so sieht das Gewölbe aus. Thank you.
allá arriba en la reja. Mexico City. Servicio de fotografía. Torre de Latino oder sowas. Ist nicht besonders hoch, aber wir sind jetzt schon auf 130 Meter Höhe oder sowas. Schöner Blick, frische Luft. Ja, eine 25-Millionen-Stadt und da schon keine schlechte Sache. Aber ich zeige euch mal lieber ein bisschen noch was. Gottes Leben. Shot. Na Leute, hier wird getanzt.
Mexico City. Das ist geil hier. Das gefällt mir. Hier ist Leben. Hier ist Action, Leute. Aber alles friedlich. Wahnsinn, Leute, hier ist Leben. Mit dem Tanzen, das erinnert mich so ein bisschen an, wo war das? In Hanoi war das, genau, in Hanoi, in Vietnam. Aber hier ist doch eine Nummer größer alles. Voll der Wahnsinn, Leute. Wie langweilig ist das bei uns in Deutschland? Ja, Leute, man muss aus zu Hause rausgehen. Das ist der Wahnsinn. Überall hier. Leben, Leben, Leben. Ah, Leute, echt geil hier, muss ich sagen. So viel Leben, Action. Wie lau ist das bei uns? Da hast du bestenfalls mal im Sommer Tagen, hast du mal so
bisschen Action bei uns. Und hier ist das wahrscheinlich mehr oder weniger jeden Tag. Ja. Hier wissen die Menschen noch zu leben. Ah, schöne Location. La colonia alemana, a Puebla mexicano.
Schokolade.